interessante Leute als Beifahrer dabei. Da schütteln manche Leute nur den Kopf. Ich habe bei Möbelpacker, wo ich LKW gefahren bin, als Möbelpacker, habe ich einen Beifahrer mitgekriegt. Habe ich schon mal gleich gefragt, wie sieht es denn aus, kann der fahren? Nein, der hat keinen Führerschein. Warum? Alkohol. Aha. Okay. Also Richtung, das war bei Dortmund. Von Kassel Richtung Dortmund. Haben wir dann Pause in Dortmund haben wir gemacht. Dann haben wir in der Tanke gestanden. Na, da sehe ich gleich mal das erste Bier geholt. Dann kam die zweite Dose. Die dritte, die vierte, die fünfte. Also irgendwann reicht es noch, oder? Nö. Nächsten Tag war Blauwindfeiche. Die konntest du in die Tonne drehen. Der war strunzbesoffen. Jetzt weiß ich, warum er keinen Führerschein mehr hat. Man kann es wirklich übertreiben. Die erste Woche verlief ja noch in Ordnung. Auf Dachoscheibe gefahren, wunderbar, alles klar. Ne? Erste, zweite Woche. Dann fing es an. Da hatte mir der Chef oder der Oberdisponent oder wer auch immer der Vogel war, Urlaubsscheine in die Hand gedrückt. Solchen damit. Das sind blanke Urlaubsscheine. Die füllst du aus, wenn ich das sage. Aha. Den LKW, wo ich gekriegt habe, da musste ich erstmal Wienern, hier, kurz nach Frankfurt. Alter Schwede, der Lappen war nicht mehr weiß, der war schwarz. So ein LKW kriegst du bei der Firma. Der stand monatelang in der Ecke rum. Und dann ruft er an. Ja, Dachoscheibe rausnehmen, wegwerfen, andere Dachoscheibe rein. Urlaubsschein ausfüllen. Pff, kannst mich mal. Das sehe ich nicht ein. Ich fahre nicht über meine Zeit drüber. Nicht auf Kommando. Wie kommen wir denn da hin? Das ohne Schlaf. Deswegen schalte ich immer das Handy aus, weil das ging dann jede Minute hat das Telefon geklingelt. Jede Minute hat das Telefon geklingelt, weil ich ja nicht hin bin. Das hat alle paar Minuten hat's geklingelt. Wir waren auf dem Weg nach Dortmund wieder mal. Wir mussten über Nacht fahren. Man so dermaßen am Arsch. Dann haben wir erstmal gepennt. Haben wir natürlich verpennt. Dann haben wir den Laden nicht gefunden, das war Airport. Möbelhaus Airport, was da geil, wo das war. Neuss oder Dortmund oder keine Ahnung. Ist ja wurscht, egal. Abends habe ich den Dümmler erstmal rund gemacht. So, pass mal auf. Die Scheiße kannst du vielleicht mit irgendjemandem machen, aber nicht mit mir. Was das jetzt genau heißt? Ich kündige. Und zwar mit sofortiger Wirkung. Ich bring den LKW noch zurück. Und dann bin ich vom Hof verschwunden. Punkt. Weil den Scheiß, den tue ich mir nicht an. Es gibt Regeln bei mir, die werden befolgt. Wenn ich über meine Zeit drüber fahre, dann ist das meine Entscheidung. Dann zahle ich dafür. Ich bezahle die Strafe dafür. Wenn der Unternehmer das möchte, der bezahlt nicht. Der sagt, ich weiß von nichts. Dann bin ich der Idiot. Egal, ob ich jetzt einen Urlaubsschein, wenn ich die Kiste zersäche, hier im Graben oder im Kollegen hinten drauf war, dann gucken die erstmal nach. Wie kann
kann es eigentlich sein, dass einer, der gerade aus dem Urlaub gekommen ist, der gerade mal 2 Stunden fährt, ein Kollege hinten drauf fährt? Wie funktioniert das? Sekundenschlaf. Bei 2 Stunden nicht ausgeschlafen. Früher oder später kommt es raus. Punkt. Brauchen wir uns gar nicht streiten, das ist so. Da hilft dann nur noch Selbstanzeige, bei den Bullen vorbeifahren, pass mal auf, mein Chef sagt, so und so ist es und ich habe da keinen Bock drauf. Und ich kann sagen, ich will nicht über meine Zeit überfahren. Aha. Ja? Telefonat, du fährst weiter, die Cops hören mit, so, so. Schön. Da war auch der Typ, der gesagt hat, es gibt wirklich Fahrer, die lassen sich alles Mögliche gefallen. Da kommt einer zum Beispiel und sagt zu dir, drück mein LKW auf. Du bist der Neue, du hast dich zu fügen. Denk das bloß nicht. Du bist nicht der Näher von irgendwelchen Leuten. Das Einzige, was du machen musst, ist deinen eigenen LKW aufbrücken, abdrücken. An die Rampe fahren, entladen, Feierabend. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, drück meinen LKW auf, dann zeigst du ihm hier Stinkefinger und sagst dir, pass mal auf, dein scheiß LKW kannst du selber aufbrücken, geh. Okay? Wenn jetzt der Chef kommt und sagt, drück mal den LKW auf, ist das was anderes. Aber wenn nicht zu dir kommt, Lakai, ein stinknormaler Fahrer von der Firma, so von oben herab zu dir spricht, du, drück meinen LKW auf. So was, was du nicht mal kannst, kannst du mir mal kurz was am Arsch lecken. Hä? Wenn du willst, dass ich dir die Reifen komplett ringsrum absteche, hä? Magst du deinen Dreck lieber selber. Okay. Hat du gehört? Ja. Ich habe hier ein paar Messer liegen, also ich habe da kein Problem mit. Wenn das einer bei mir gemacht hätte, wie willst du das denn haben? Der kommt zurück und sagt, hey, ist ja immer noch nichts passiert. Ja, bin ich für deinen Scheiß zuständig oder was? Bin ich für deinen Müll zuständig? Steht irgendwo geschrieben, dass ich deinen Dreck aufbrücken muss? Hm? Nö. Also wenn du meinst, dass ich deine Arbeit mache, mach mal die Augen zu, was siehst du denn? Stockduster, gell? Glaube ich. Es gibt wirklich Vögel auf der Welt, die glauben, die können mit dir machen, was sie wollen. Die Bullen eingeschlossen. Die auch. Besonders die mit Lametta oben drauf. Die meinen hier, ich bin was Besseres, ich habe hier einen Sheriffstern auf der Post. Alter Mann. Fangen wir nicht damit an, ey. Da gibt's Leute, die machen sich lustig über dich. Du bist der Neue hier. Nächste Woche werden wir alle entlassen. Mensch. Ich erstmal von gar nichts gewusst. Es war mir ehrlich gesagt auch scheißegal, weil ich sowieso noch auf Zeit bei der Firma bin. So als Überbrückung. Ne? Das war auch für DHL sind wir da gefahren. Und die Firma, die hatte Ausschreibung gehabt bei DHL für neue Touren, hat aber keine neuen Touren bekommen. Deswegen sind ein paar Fahrer gegangen worden. Also die mussten gehen. Die wurden entlassen auf Deutsch. Ja. Und der Typ, der zu mir gekommen ist und gesagt hat, wir werden bald alle entlassen und ich gehöre dazu, der musste auch gehen. Und mein Kumpel, der auch bei der Firma gearbeitet hat, und ich, wir sind geblieben bis zum Schluss, bis Weihnachten. Elebelsch, hier lange Nase machen. Was meinst du, wie die Leute geguckt haben, wo sie gehört haben? Ja, ihr werdet entlassen, wir dürfen bleiben. Warum wohl? Weil wir am Wochenende auch gefahren sind. Wir sind feucht gefahren. Also nicht feucht, nass, sondern wir sind Nürnberg feucht gefahren.
ich und mein, also mein Kumpel, der Esel nennt sich immer zuerst, mein Kumpel und ich, wir sind immer feucht gefahren. Ja, ich doch, ganz wurschig. Nürnberg feucht, ich meistens Coburg, dann runter nach, also von Coburg eine Brücke holen, eine Brücke abstellen, lauf nach feucht, eine Brücke abstellen, eine Brücke holen. Ja, früh um 10 hat es angefangen. Da warst du mittags um Watter Geier warst du unten, 15, 16 Uhr, dann haben sie geladen, dann dürftest du ansatzweise drunter fahren. Also solange das Ding rot leuchtet und an der Rampe steht, durftest du früher, nur mit der Lafendi drunter fahren. Es hieß, du darfst drunter fahren, du darfst die Brücke aber nicht aufnehmen, erst wenn das grüne Lichtchen aufleuchtet. Jetzt ist es bei DHL so, du darfst weder drunter fahren, noch darfst du die Brücke aufnehmen. Du musst also mit dem Anhänger vor der Brücke warten, bis die Lampe auf grün umschaltet. Dann darfst du erst reinfahren. Dann darfst du erst aufnehmen. Und dann darfst du sie von der Brücke, die Brücke von der Rampe wegziehen, gucken, ob deine Plombe stimmt, deine Plombennummer eintragen und weiterfahren. Das haben sie geändert. Wahrscheinlich, weil da irgendwelche Leute Scheiße gemacht haben. Wie so oft. Das ist einfach so. Punkt. Die Fahrer müssen immer dann bezahlen, wenn andere Leute Fehler machen. Ja, hier PepsiCo, wo ich die 5 Dosen geschenkt gekriegt habe, die habe ich immer noch dabei. Die werde ich nicht zurückgeben. Also die werde ich nicht irgendwo als Pfand zurückgeben, sondern die werde ich bei der Firma, beim Pförtner wieder abgeben. Weil, das ist doch logisch. Es sind 5 Dosen à 25 Cent Pfand. 1,25 Euro. So, damit ich mir keinen finanziellen Vorteil, das sind nur 1,25 Euro. Es spielt keine Rolle, ob das 25 Cent oder 1,25 Euro sind. Oder ob das 10 Euro sind, das spielt keine Rolle. In dem Moment, wo ich die Dosen zurückgebe und er sagt, behalte die Dosen, kannst den Pfand behalten, ist das was anderes. Aber zuerst versuche ich ihm die Dosen wieder zurückzugeben. Es ist eine nette Geste von ihm gewesen, er hat mir die Dosen gegeben. Früher war es so, da hat man die Dosen so bekommen. Man hat geladen, dann hat man etwas bekommen. Wir haben bei Becks Bremen oben eine ganze Steige gekriegt. 4x6 Flaschen Bier. Ich wusste nicht, wohin damit. Was soll ich mit Bier anfangen? Ich trinke ja noch nicht einmal Bier. Was soll ich damit? Wir haben es geschenkt gekriegt. Ich habe es an die Leute verteilt. Die Leute haben sich gefreut. Punkt. Fertig. So ist es mit den Dosen auch. Das waren Einwegflaschen. Das spielt keine Rolle. Das war noch vor dem Einwegpfand. Okay? Aber die Dosen gebe ich zurück, sage ich, war in Ordnung. Dann sieht der Pförtner, da ist ein Fahrer, der akzeptiert das, der schmeißt die Dosen nicht irgendwo in die Ecke rein, der gibt sie nicht einfach ab und behält das Geld für sich, sondern der versucht die Dosen erstmal zurückzugeben. Das ist der Wille, der zählt. Der Wille. Und wenn die sehen, oh, ich weiß es nicht, ich mache das jetzt mal. Weil für mich ist es eigentlich logisch. Es hieß, normalerweise kriegt jeder Fahrer, früher hat es jeder gekriegt, weil sie aber die Dosen in die Ecke geworfen haben, wenn sie leer war. Und den Dosenpfand, den ganzen Tralala, haben sie sich gesagt, nö. Machen wir nicht mehr. Wir geben den Fahrern keine Dosen mehr. Schluss. Fertig. Das war's. Wenn die jetzt sehen, da ist ein Fahrer, der akzeptiert das. Der schmeißt die Dosen nicht einfach irgendwo in der Ecke rum, sondern der kommt zum Pförtner oder zu dem Sicherheitswachmann und sagt, hier hast du deine 5 Dosen nicht zurück. Und wenn er dann sagt, ist in Ordnung so, kannst du behalten, dann behalte ich sie. Und er geht dann wahrscheinlich, weiß es nicht, und sagt dann positiv, so und so ist es, der Fahrer hat die Dosen zurückgebracht. Wenn einer aus der Reihe tanzt, Arschlochkarte gezogen. Und da möchte ich nicht, dass das.
habe mich mit ihm unterhalten. Samstag früh ist eigentlich nicht die Zeit, wo man wo verladen wird bei PepsiCo in Rotgau. Ist eigentlich so. Da wird eigentlich nicht verladen. Normalerweise. Aber da er eh was anderes zu tun hat, noch nebenbei, hat er gesagt, ist in Ordnung, können wir da auch laden, ist wurscht. Da habe ich mich mit ihm unterhalten, habe ich gefragt, was trinkst du denn so? Ja, das Kohl, das hier da, das Zero ist ganz gut. Dann habe ich mal gezeigt, was auf der Verpackung draufsteht. Aspartam. Das ist Rattengift auf Deutsch. Das ist Gift einfach nur. In kleinem Konzentrat. Es ist nicht giftig. Und du müsstest schon ein paar Dinge davon saufen, bevor du da kapierst. Aber Gift ist Gift bei mir. Ob das jetzt 1 Gramm oder 1 Milligramm Gift ist, spielt für mich persönlich keine Rolle. Sobald der Aspartam draufsteht, landet das Ding bei mir in der Tonne. Punkt. Das gilt für jedes Produkt. Das ist nicht nur in Cola und in Getränken allgemein drin. Überall, wo null Zucker draufsteht, Diätprodukte, das ganze Tralala, da ist überall dieses Zeug drin. Aspartam. Punkt. Das wird sofort in die Tonne getreten. Oder gar nicht erst gekauft. Da gucke ich drauf, da achte ich drauf. Dann habe ich ihn gefragt. Dann hat er mir gesagt, da und da. Dann habe ich ja gesagt, guck, schau, bei Pepsi Zero, erste Zeile, letztes Wort, Aspartam. Könnt ihr nachgucken. Das ist so. Erste Zeile, ganz oben, letztes Wort, Aspartam. Das ist Gift. Das ist, man könnte es mit Rattengift vergleichen. Wenn da Rattengift draufstehen würde, die Leute würden es trotzdem saufen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber das ist einfach so. Es ist so. Da hat er schon mal geguckt, hat gesagt, pass auf, gib Aspartam im Internet ein. Die erste oder die zweite Ding, wo du klickst, da einfach an, schau dir mal, lest dir mal durch, was das für Zeug ist. Dann reden wir weiter. Ich frage ihn, wenn ich nächstes Mal wieder unten bin, frage ich, ob er gegoogelt hat nach dem Zeug. Mal gucken, was er dazu sagt. Da habe ich gesagt, vielleicht haben sie die Seite schon rausgenommen. Wegen zu viel schlechter Bewertung. Weil es irgendwelche Firmenkonzerne stört, dass da steht, dass das Zeug Gift ist. Die Leute wollen Geld verdienen. Und dann kommt so eine Seite, der sagt, das Zeug ist Gift. Die Seite muss natürlich gleich gesperrt und gelöscht werden. Ist so. Die Leute wollen nicht, dass die Verbraucher sowas lesen. Die wollen Geld damit verdienen. Möglichst viel Asche machen. Wen juckt da die Gesundheit? Also mal ehrlich. Macht sich die Company von hier Coca-Cola vielleicht Gedanken um die Gesundheit? Oh. Sowas aber auch. Nein, ist das übel. Mann. Jagdstahl sind wir ja schon vorbei, ne? Das Kaff heißt jetzt hier, Ohrdruf. Nee, Ohrenbach. Nee, wie heißt das? Öhringen, genau, Öhringen, Neuenstadt am Kocher war das. Das ist hier. Bei der Firma da drüben habe ich auch schon geladen. Neumeister Hydraulik. Keine Ahnung. Wie heißen die da drüben eigentlich? Irgendwo ein Raben. Ah, Schenker und Raben steht da. Okay. Ach, keine Ahnung. Ist auch egal, wurscht. Da die Firma ist das. Die erste Firma hier von der Ecke. Landerer. Da muss man so schräg an die Rampe fahren. Das war mit dem Sattel zu. Keine Ahnung, was ich da geplant habe. Das macht mich bloß nicht, ey.
manche Ladung sehe ich eigentlich nur, wenn die, wenn es auf den Auflieger drauf kommt, wenn überhaupt. Wenn ich es überhaupt selber lade. Manchmal ist es der Fahrer, der zuletzt Bescheid gesagt kriegt. Das ist einfach so. Der Fahrer ist immer der Letzte, der es gesagt kriegt. Das ist so. Punkt. Weil anders hat Warn direkt wieder vergessen und da steht ja irgendwo ein altes Auto. So ein Warndreieck ist teuer. Bei der nächsten Verkehrskontrolle, oh Scheiße, Warndreiecke sind da. Hier, Salomon und Söhne. Tja, Pech gehabt, würde ich sagen. Noch 7,5 Kilometer bis zum Kreuz. Moment, wir machen kurz mal einen Cut hier. Wenn ich meine Maus finden würde. Sind wir so tricky hier, während der Fahrt Maus suchen. Das ist mein Mäuschen. Moment.